Ich sehe, dass ein Team im Level aufsteigen kann. Wie sieht es aus mit Ausrüstung, Bekleidung und Waffen? Bei meinen Teamkameraden. Ich kann meinen Leuten, kann ich eine neue Waffe geben. Die haben halt alle so ihre spezialisierten Waffen. Schieden kämpft halt mit Schlagstöckern. Arashi mit einer Kettensäge. Die halt unfassbar cool aussieht, finde ich. Kyoka mit einer Armbrust und Kagero mit, ja, so Stahlklingen, Messer, whatever. Und von den restlichen Ausrüstungen an sich kann ich ihnen Plugins geben, so wie bei Kasane, die ich halt hauptsächlich steuere, die den Charakteren halt noch so ein paar Bonis geben, wie zum Beispiel mehr Kraft, mehr Verteidigung, mehr Leben oder. Jetzt bei Shiden habe ich ihm Schockverstärkung gegeben. Das heißt, er hat eine 10% höhere Schockeffizienz mit seiner Elektrokinese. Mit der wollte ich keinen Ärger haben. Arashi hat faustdick hinter den Ohren. Also, sie tut nicht so auf süß und lieb. Sie ist zwar ziemlich faul und hat absolut keine Lust zu arbeiten, aber mit einer Kettensäge, da geht sie schon. Ja. Aber ja, an sich kann ich denen halt die spezialisierte Waffe geben, indem ich sie halt bei diesem Laden dort durch andere Gegenstände eintausche oder indem ich sie sogar kaufe. Ist aber halt ziemlich teuer. Oder halt, wie gesagt, Plugins. Aber das Problem ist halt, die können halt eigentlich erstmal nur ein Plugin geben und die anderen Slots sind halt gesperrt. Und dafür brauche ich halt einen bestimmten Gegenstand, beziehungsweise als ein Geschenk, das ich eintauschen kann, damit ich ihnen mehr Plugins geben kann. Aber dafür habe ich die Items gerade nicht. Harmloser Hasenknuddel. Ja. Hier, ich brauche halt diese Plugin-Paralysierungsprogramm V und H. Damit ich bei denen die Slots wegmachen kann. Aber, ja. Diese Vasopors wollen mir absolut keine Analysen geben. Und hierzu brauche ich das auch als Geschenk für Kyoka, damit die das Vertrauen erhöhen kann. Ist ein bisschen nervig, aber ja, Plugins kann ich halt auch kaufen. Also nicht nur kaufen, sondern halt eben auch durch Gegenstände eintauschen. Ist aber teuer. Grinden, grinden und nochmal grinden. Genau. Und da man ja weiß, welche Daten man braucht, kann man einfach ja, ins Bestiarium schauen und gucken, welches dieser anderen das als Loot hat und wo die spawnen. Ah, siehst du? Ich schau mal gerade. Habe ich schon. Okay, es gibt noch keine weiteren Daten. Sehr gut, wenn ich etwas höre. Okay. Dann dauert es noch, bis ich die neuen Daten kriege, um den neuen Code einzugeben. Ja, nach Suo kommen wir halt immer noch nicht. Ach, Togetsu auch nicht. Und ich muss zugeben, ich möchte doch nicht hin zurück. Bisher wirkt das Grinden cool. Das ja, also an sich ist das eigentlich cool. Ich meine, durch das Grinden kriegst du halt recht viele Materialien, die du halt für viele verschiedene Dinge brauchst. Das ist eigentlich ganz cool. Und was ich gelesen habe vom Director auf Twitter, ist, dass man die Höhlenschmetter-Animation ausstellen kann. Hier, Höhlenschmetter-Animation, normal oder kurz? Das ist eigentlich ganz cool, wenn man halt wirklich grinden möchte und diese Höhlenschmetter-Aktion machen muss, um mehr Items zu kriegen. Dann geht das halt schneller. Aber ich lasse es mal auf normal. Weil die Animationen sind eigentlich echt cool und sehen halt immer anders aus. Wenn man diese Aktion bei neuen Gegnern macht. Wir haben Nagi halt auch nicht mehr gesehen, ne, bei Yuhitos Truppe. Ich frag mich, was mit dem los war.
als er uns plötzlich angegriffen hat. Ich würde es super schade finden, wenn er wirklich tot wäre. Wir haben ihn halt nicht mehr gesehen. Schade. Na gut, wir machen mit der Story weiter. Schlafenzeit. みんな、休憩はもう十分よね。そうだな。あまり悠長にしていられない。渡月から追っ手がかかっている可能性もあるし、注意した方がいいと思う。できるだけ私の方でもサポートするからね。相変わらず遥は優秀だな。ゆいと隊の方の渡るもできるやつだと思ってたけど、遥もめっちゃ優秀。さすが双子。 いつもありがとな。愛してるぜ。お兄ちゃんの名前を出さなければ完璧な褒め言葉だったわね。でもありがとう。よく恥ずかしげもなくそんなことが言えるな。ええ、お前むしろ人を褒められないことが恥ずかしくないわけ。貴様にそんなことを言われたくはない。強化、嵐、行きましょう。 カゲロウと試練はここでじゃれ合いたいそうよ。<笑>だってよ、じゃれ合うか試練。殴り合いでも超能力でも未来の若者には負けないぜ。うるさい、僕をお前のグループに入れるな。しかしセイラン政府に話をつけるとしてどこから攻める。確かにセイランの町へ行く前に そこを考えておかないといけないわね。レイブ・シュッツン、ベシュッツ・スレイブ。セイラン政府にコネなんてねえからな。マスコミに顔の広い嵐でもダメか。好奇心を否し、イメージ戦略に利用するのは得意だが、こちらが都合よく使うとなると難しいね。ましてやそれが 政治利用、その上聞く人間からすれば突拍子もないざれ言だからね。本当なら噂レベルで市民に情報を流し興味を高めた上で伝えるような内容だし、さすが元スパイ、参考になるわ。褒めてくれてるんだろうけどちょっと複雑な心境ね。ん？おい、 話に集中しろ。前に来た役人はどうだ。ユイと暗殺しろって話を持ってきた奴がいただろう。ナオミの件で揉めちゃったし、素直に私たちの話を聞いてくれるとは思えないわ。カレンならセイラン政府に話をつけられそうよね。なるほど、カレン連隊長か。確かにあの人なら。そういえば、 ナオミの研究所であった時、慌てて、どこかへ向かっていたわよね。今どこにいるのかしら。待って、みんな、特異生命研究施設に変化があった。ナオミのことで監視してたのが幸いしたわ。これは怪異兵器の運搬を始めてる。運搬？どういうこと？転送能力者によるピストン輸送をするみたい。目的地は水波川。 その中にナオミも含まれてる。お姉ちゃんも連れ出して一体何をするつもり。怪異兵器をわざわざ運び出す時点でろくな目的じゃない気はするが。計画書なんかは残されてないか。動くにしても理由はあるはずだ。待って、あったけどほぼ黒塗り。あ、でも責任者の名前が、え、本当に？ 一人で驚いていないで、早く教えて。怪異兵器を持ち出そうとしているのは吹雪連隊長なんです。吹雪が？なんであいつが？スプリング製薬が運営している研究所なんだし、吹雪が何か関わっていても
おかしくはないけれど。それにカレン連隊長が関わってるのかも気になる。関わってるとしたら。理由なんて今はどうでもいい。現地で聞き出せば済む話よ。そうだな。どっちにしろ、ナオミちゃんを助けに行かねえとな。ああ、吹雪が指揮を取っているなら話もしやすいはずだ。転送能力者だって一度に怪異兵器を運びきれるほど人数を揃えられているとは思えないしね。ピストン輸送とはいえ、転送と転送の合間に休憩が挟まるはず。きっと今からでも間に合うわ。手が出せなくなる前に急ぎましょう。吹雪連隊長は水原川で何をするつもりだ。吹雪、What are you doing? 怪異兵器を周防に移送するつもりかもしれない。そうなったらもうナオミたちの安全は保証されないぞ。早くお姉ちゃんを取り戻さないと。急ぎましょう。Ich muss mir mal die ersten beiden Episoden vom Anime anschauen, damit ich besser in die Story reinkomme. Ich weiß halt nicht, ob der Anime die Story genau verfolgt oder ob der Anime eventuell nur eine Route verfolgt, wie zum Beispiel von Yuito. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir die Episoden noch nicht angeguckt. Ich wollte mir den Anime eigentlich erst anschauen, wenn ich beide Routen durchgespielt habe im Spiel. Das Problem ist aber, dass das Spiel und der Anime zusammenhängt mit so einem kleinen Feature, weil im Anime in einer Szene so ein bestimmter Code vorkommt, den man hier eingeben kann, um Rewards zu bekommen. Das ist eigentlich ganz cool. Aber ich hoffe, dass die Seite, die ich gefunden habe, immer wieder ein Update bringt mit den neuen Codes, damit ich mir den Anime nicht vorher angucken muss für die Codes. Na, dann habe ich gehört. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Also die erste Reward, die wir bekommen haben, war mehr Hintergrundinformationen zu Yuito. Das war mir klar. Bum! Bum! Aua. Schön, wie mein Controller vibriert. Ich liebe das. Es ist so super, wie schnell sie einfach geschockt werden. Kannst du deinen Panzer endlich weghaben? Das wäre super. Dankeschön. So, so. Willkommen zurück, Schnacko. Guten Appetit. Aua.
Aua. Kannst du dein... Dankeschön. Was gibt's denn, Jaco? Erzähl mal. Mach uns Hunger. So. Die Daten nehme ich noch. Ein Spucksand da. Irgendein Spucksand da. Brauchte ich für eine Nebenmission. Lass mich kurz nachgucken. Hier, Combo Vision mit Schieden. Ich glaube, es hat nicht gewirkt. Ah, nicht das schon wieder. Wieder beleben. Nipp. Ich hab wieder belebt. Baka. Bam. Bam, bam, bam. Bam. Ich könnte selbst einen Stapel schon mal eine Ewigkeit bringen, einfach weil das Zauber zu stark ist. Ja, aua. Der ist wirklich schön. Bei jemandem, den du gegenfalls auch kennst, vorgeschlagen, Skat Nexus zu streamen, mit einer Reaktion war weder ja noch nein. Hä? Wie? Ja, weder ja noch nein. Das verstehe ich nicht. Ah! So. So. Es kam ein lächelndes Evoli als Antwort. Ein lächelndes Evoli? Drakon? Meinst du Drakon? Ich muss mich heilen. Und dann. Was macht er? Was macht er? Ja, ich nutze deine Kraft. Oh! Nein, nicht Drakon. Aber ja, es war sein Emoji, okay. Auf jeden Fall geschockt, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, jetzt können wir uns um seine Schockreise kümmern. Level up! Das jetzt alle? Ja. Aber schön, dass dir das Spiel gefällt, Yippie. Das finde ich sehr, sehr gut. Das Spiel ist halt echt gut. Es macht so viel Spaß. Diese Art Glühbirnen, sind das ihre Schwachstellen?
Wenn du die Schockleiste von den anderen runtergebracht hast auf 0, kannst du so einen Schockangriff machen. Beziehungsweise Hirn zerschmettern. Und dadurch reißt man den sozusagen dieses eine Stück ab und dann tötet man den Gegner instant. Jedenfalls bei den normalen Gegnern ist es so. Bei Bossen ist es eher nicht so. Da reicht einmal so ein Hirnschmidt dann leider nicht aus. Es hat nichts gedrückt, schade. Ich würde ihn ganz gerne schocken und dann mit der Combo-Vision von Schienen töten. Aber dass du dafür halt nicht in diesem Ding drin sein. Ich weiß, ich könnte ihn jetzt töten, aber ich will ihn schocken. Dankeschön. Ich mache zu wenig Schaden damit. Ich glaube, das bringt nichts. Nee, das ist gerade Hauptsache, was ich habe. Ich versuche nur nebenbei eine Nebenmission zu erledigen. Aber irgendwie will das dann doch nicht. So wie ich das will. Aua. Ich kriege halt die Schockleiste von denen richtig stark runter, aber das war's. Was? Okay. Dann warte ich. Das Spiel ist top für alle, die schon immer mal mit Gegenständen werfen wollten. Ja. Da kann man echt gut die Wut rauslassen. Mein Favorit, also ich habe mehrere Favoriten, sind zum einen die Züge, die man auf die Gegner brettern lassen kann. Dann der Bagger. Und den Bus, den man fahren kann. Der ist halt auch echt super. Einfach mal ein Auto am Kopf knallen. Ja, ja, das ist deswegen. Das ist halt so cool. Es macht halt so Spaß. Wo bleiben die Raketen? Warum denn Raketen? Was ich auch ganz cool fand, das war im Schneegebiet. Da hatte man so eine Platte genommen und dann konnte man darauf schweben und durch die Gegend rasen. Das war auch cool. Ich laufe gerade zurück, ich bin dumm. Ich habe hier eine Parkbank. Ist so. Wir haben hier eine Parkbank. Ist so viel cooler.
Bam, badam, badam, badam. Ich muss auf Klo. Ich gehe fix auf Toilette. Ja, bitte lauf mich weg. Ich bin schnell und beeile mich. Hoffentlich. Gleich. Mich beeilt. Extra für euch. Oder ein Einkaufswagen. Oder ein Fahrrad. Oder Busse, Züge, Bagger und alles, was da ist. Ja, stell dir mal vor, dass du mit deiner Kraft so mit einer Rakete auffällst und sie auf den Gegner zurücksteuerst. Sowas ähnliches gibt es, wenn halt zum Beispiel ein Gegner mit irgendwas auf dich wirkt, mit, keine Ahnung, mit Wasserblase oder Ölflecken oder so. Und wenn du dann dieses perfekte Ausweichen hinkriegst, hast du die Möglichkeit, diesen Angriff abzuwehren bzw. abzufangen und kannst dann auf den Gegner zurücksteuern. Das gibt es. Aber bisher noch nicht mit Raketen. Oder ich hab's so nicht mitbekommen, beziehungsweise ich hab in dem Moment nicht mitbekommen, dass es Raketen sind und ich habe das perfekte Ausweichen nicht hinbekommen. Das bekomme ich sehr selten hin. Genau, das Zeitfenster ist wirklich sehr, sehr klein. Wenn du so mitten in Action bist, dann siehst du das immer nicht so schnell. Auch mal Reaktionsgeschwindigkeit, die ich nicht besitze. Ich hoffe, meine Items reichen aus, die ich habe. Mal gucken. ほかも人間由来怪異が本当に怪異を意のままに動かせるというわけか。あそこにいるのは児玉隊だ。それじゃ最終的にはスーへ転送するつもりかしら。さてどうする。吹雪連隊長にブレイントークで呼びかけてみるか。そんなまどろっこしいことはしてられない。正面から止めるわよ。 嵐、吹雪連隊長との交渉は任せていいわよね。そうだね。私がやるべきだろう。だけど、一応戦う準備はしておいてくれ。みんなも大丈夫そうね。それじゃ、行くわよ。決して二度とゲンコダマ。あなたたち何をしているの？ あなたたち。重ね。それに姉さんまで。児玉、手は出さないよ。はーい、吹雪様。みんな攻撃したら怒っちゃうからね。こんなところで何を。いや、それよりもどうしてカレンの先導に同調したんだ。そのせいでスオは大変だったんだよ。
もしカレンに騙されたというのなら、僕がニューヒムカの上層部に取り継いだっていい。ありがたいお言葉だが、その前に聞かせてほしい。今運んでいる怪異が一体何か、フブキは知っているんだよね。当然だよ。人間由来怪異を用いた怪異兵器だ。そんなものを運び出してどうするつもりだい？実はカレンが今水波川付近に超能力者を集めているという情報をつかんだんだ。僕の調査によると、スオー、セーラーの技術を略取し、トゲツと手を組もうとしている。僕はそれを止めたい。なるほど。つまりカレンと一戦交えるために戦力として怪異兵器を使おうと考えたわけか？ああ、カレンも人間由来怪異には手を出しづらいはずだ。戦闘になってもこちらに怪異兵器さえあれば。嵐、何を？あ、子供だと？俺たちは一杯食わされたってことか？ちょっと待て、なんで子玉が二人いる？ほら！外れたか。嵐の高速移動は厄介だね。化けの皮が剥がれたね、子玉。そっちにいるのは犠牲体かい？違う、私の超能力に近いものを感じない。彼女本物の人間よ。躊躇なく弟の姿した相手にチェーンソーでズバーとかさ、一体どういう精神してたらそんなことやれるんだか。吹雪が人間由来怪異を利用してカレンを攻撃するなんてありえないんだよ。そこの怪異たちの中に当然あの子もいるんだろう。怪異兵器として実戦投入なんて考えるはずがない。まあ吹雪が人格矯正を受け何者かの命令に従わされているという可能性もゼロではなかったが、それならそれでぶった切ってでも止めてやるのが身内の務めかと思ってね。怖いお姉さんもいたものね。ああ、うまくできたと思ったのに。やだやだ、これだから親しい人間がいるとめんどくさいんだ。あなたたちの落ち度なんてどうでもいい。正体は何なの？あなたたちもトゲツのデザインチルドレンなので、ザ？だそれ。私たちは根っからのスオッコだってな。まあ二人いるってバレちゃったわけだし、今さら隠しておく必要もないかしら。私はユタメローネ、小玉の双子の姉よ。はじめまして。でもなんか何度も会ってるものね。はい、ユタ、du bist genauso gruselig wie deine Zwillingsschwester。双子だったのか。なるほどね。セイランの輸送隊が襲われた時何か違和感があったが、あの小玉はユタだったわけか。その通りよ。私の変身能力素晴らしかったでしょ。本当は私じきじきに出るのは嫌なんだけど、でもカサネお姉様に会えるのなら話は別よね。は？お姉様？子玉をボロ雑巾のように叩き潰したお姉様の勇姿、あ、思い出しただけでしびれる。ヘイヴァンパイア、その変態的な反応キモいからやめろ。しかも勇姿なんか実際見てないだろうが。だいたいユタは何でもかんでも後ろから指図ばっかりしてさ、ニューヒムカ政府に徴用されるのはいいけど、めんどくさいことさせられるのはいっつも私だ。このタコ玉、余計なこと喋るんじゃないわよ。ニューヒムカ政府の指示というわけだな。ナオミたちを怪異兵器にして戦争にでも使うつもりか？さあどうかしら。だけど
私たちの秘密を知ったからには死んでもらわなきゃね。Ich muss jetzt nicht gegen beide kämpfen, oder? ここで消えてもらうよ。お姉ちゃんを利用するなんて許さない。消えるのはあんたたちの方よ。Sie macht auf jeden Fall Schaden. Und ich bin gleich tot. Was passiert jetzt? Warum bist du so eklig? Okay, mein Gehirn fällt jetzt einfach weg. Cool. Oh, ich hab's nicht geschafft, schade. Ah, daneben. Ich muss auf zwei Gegner achten, ich hasse das. Verdammt. Aua! Hey! Jedes Mal, wenn ich irgendwas machen möchte. Au. Jedes Mal, wenn ich irgendwas machen möchte, machen die was anderes. Komm schon, die Leiste ist doch fast leer. Dankeschön. Kein Gehirn fällt. Ah. Cool. Daneben! Aua! Und auch nicht. Ah! Kann dieses Gehirnfeld bitte endlich weggehen? Das wäre super. Dankeschön! Jetzt bin nämlich ich dran. So. Sehr gut.
Schade, dass das nicht so viel abzieht, ne? Scheiße! Kann man mich wiederbeleben? Bitte? Nein! Ich wollte mich gerade heilen, aber ich war verwirrt. Mann, das lief so gut. Ich brauche... das. Ich brauche die Konfusionsbarriere, sonst komme ich nicht vorwärts. Schön, wie ich sie nicht getroffen habe. Wie ich sie nicht treffe! Was soll denn das? Das gibt's doch nicht. Wo ist denn das Spezialobjekt? Hier. So. Sehr gut. Es ist so eklig. Warum belecken die sich? Aua. Natürlich treffen die mich. Dieser Schaden! Alter, das gibt's doch nicht! Sie bewerfen mich von allen Seiten! Mann, ich hasse das! Warum habt ihr, Chat, dass mich das so gebracht ist, auf schwer zu spielen? Warum? Ja, ich, trotz des Plugins bin ich verwirrt. Oh, die erste Runde lief besser. Ich kann gerade nichts mehr. Die bewerfen mich von allen Seiten mit irgendwas. Ich krieg gerade alles ab. Holy shit, was ist das? Nee, trotz des Plugins bin ich verwirrt. Oh, ist das nervig. Nee, trotz des Plugins bin ich verwirrt. Ich komme nicht weg! Mann! Oh, ich habe jetzt 3 Items genommen, weil ich nicht weg konnte. Das kann ich doch wieder von vorne anfangen. Ich komme nicht vorwärts. Ich komme gerade absolut nicht vorwärts. Mann! Ey, das gibt's doch nicht! Könnt ihr mal aufhören, mich anzugreifen? Alter, dieser Schaden ist doch unnormal. Sie haben mich getroffen? Wie haben die mich denn jetzt getroffen? Nee, ich muss einkaufen gehen, das bringt nichts. Ich habe wieder viel zu wenig Items.
Und die haben noch nicht mal das Gehirnfeld aktiviert. Ich bin noch nicht mal da angekommen. Das kann ich nochmal machen, definitiv. Ich habe bald keine Items mehr. Ich meine, Judas. Oh Mann! Judas fast tot. Dieser Schaden! Ich will nicht mehr! Ey, das gibt's nicht. Nee, das brauche ich nicht. Absolut keine Chance. Kagero ist tot. Ich weiß nicht, wo er liegt. Da hinten liegt er. Du lebst doch wieder. Schneller! Ich habe nur noch eine Heilung. Das können wir vergessen. Das können wir sowas von vergessen. Holy shit. Das können wir doch mal machen. Ich darf wieder einkaufen gehen. Und ich treffe sie nicht. Guck mal, Kodama ist noch full live. Ja, und ich bin ja tot. Keine Chance. Ich bin verwirrt die ganze Zeit. Ach, Mann. Ich habe keine Heilung mehr, außer dieser eine. Und mein Gehirnfeld ist kaputt. Nee, das schaffe ich nicht. Absolut keine Chance. Ja, aber Kodama ist ja noch. Ich habe jetzt Judas zwar besiegt, aber Kodama ist noch da. Ja, und die ist noch full life. Die ist noch komplett full life. Und ich habe nur noch eine Heilung. Dankeschön. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Nein! Oh, ich würde ihn so gerne wiederbeleben, aber ich kann nicht. Vielleicht hiermit. Ich kann ihn unsichtbar wiederbeleben. Oh, perfekt. Ich habe noch keine Heilung mehr. Also wahrscheinlich bringt mir das nicht mehr was. Ah! Ich habe keine Heilung mehr. Ich bin tot. Mann!
Mann. Oh. Muss ich mir so darauf einfallen, kurz das Ding. Jetzt wieder auf 2, ja. Oh, wieder. Ich brauche mehr Heilungen. Das ist viel zu wenig. Ich habe auch am Anfang des zweiten Kampfes so unfassbar viel falsch gemacht. Ich bin nicht dazu gekommen, die Gegner anzugreifen. Ich habe alles abbekommen, weil ich von allen Seiten was abbekommen habe. Es ist so nervig. Also, Kodama alleine ist schon super schwer, aber jetzt noch Yuta dabei. Bruh. Ja. Dann bin ich jetzt eben pleite, ist okay. Oh, irgendwas fliegt hier die ganze Zeit vor meinem Gesicht rum. Auch Nervennahrung. Hm. Ich treffe dich schon wieder nicht. Mann! Nervigsten ist es halt, die Sachen verfolgen mich und das ist so nervig. Ja, selbst meine Kombi-Vision wurde abgebrochen, weil ich getroffen wurde. Ja, trotz dieses... Trotz des Plugins bin ich verwirrt und das ist echt nervig. Ey, das gibt's doch nicht! Mann, warum kommt dann immer so eine Videosequenz, wenn ich ein Item auswählen will? Ich muss mich heilen. Ich hasse das. Darf ich jetzt bitte? Mann. Die verfolgen mich! Hilfe! Ich will nicht mehr! Keine Chance. Absolut keine Chance. Keine Chance! Ich bin schon wieder halb tot. Ich krieg alles ab, weil es mich verfolgt und von allen Seiten kommt. Was ist denn das? Die Tippfenster ist nicht das Problem. Das bricht halt mein... Die haben halt mein Ding sich abgebrochen. Mein Item wählen zum Beispiel. Das hat jetzt nämlich ab... Ich kann wieder von vorne anfangen. Ich krieg alles ab gerade. Keine Chance! Nee, absolut keine Chance. Oh, ich finde Kodama alleine schon nervig. Spiel. Ich
Aua! Mann! Ja, ich spiele immer noch auf Hard Mode. Ich werde es auch nicht runterstellen. Oh, natürlich haben sie mich getroffen. Es ist so anstrengend, ne? Es ist so fucking anstrengend. Ja, Kyoka ist halb tot, ich weiß. Aber ich bekomme hier gerade alles ab. Da kann ich jetzt nicht auf Kyoka achten. Nee. Oh, das verwirrt, das ist so nervig. Ich will nicht mehr. Oh, danke. Kannst du mal bitte nicht ausweichen? Das wäre toll. Es ist so anstrengend, ich will nicht mehr. Wieso existieren Kodama und Yuta? Warum? Ich sehe sie nicht. Wo ist sie? Hör doch bitte auf, mich anzugreifen. Das gibt's nicht. Schock leise, geh runter! Dankeschön! Ich versuch's. Ist ja jetzt nur einer. Sie ist ausgewichen. Sie ist dem ausgewichen. Das gibt's doch nicht. Oh, sie weicht alles aus. Wo ist sie? Wo ist sie? Da.
Alter, das gibt's nicht. Sie trifft mich aber auch mit allem, ne? Egal, ob ich unsichtbar bin. Egal, ob ich Hyperspeed aktiviert habe. Sie trifft mich mit allem. Hm. Ja. Ja. Alter, das gibt's doch nicht. Und jedes Mal verliere ich sie aus dem Fokus. Das ist auch sehr nervig. Ey, ich komme nicht mehr vor. Witz, ich kann sie nicht mehr angreifen. Was soll denn das? Danke. Dass jedes Mal aus dem Fokus verliert, ist auch so nervig. Erst recht, wenn sie dann jedes Mal diese Schallwellen auf die schießt. これ以上口を開くなよ。血縁って思われたくない。さあ追い詰めたぞ。ここまでだ。いいこと思いついちゃった。あの中にナオミがいるんだっけ。せっかくだし、怪異兵器を試してみちゃおっか。うわ、ユータ趣味悪い。やめて、そんなこと。さーて、ショータイムよ。へえ、本当に命令を聞くんだ。まったく、えげつないものを考えたもんだ。お姉ちゃん。あら、これってもしかしてオーバーキルになりそう？カサネお姉様は連れ帰ってペットにしたいんだけど。お姉ちゃん、聞こえてる？お姉ちゃん、私カサネだよ。サネちゃん。何？この攻撃は。スオの援軍。違う、あれは。トゲツか。デザインチルドレンの兵団だ。クソ。目を追ってきやがったな。何よあいつら、私の計画が台無しじゃない。とはいえ巻き込まれるのはごめんだわ。怪異兵器は惜しいけど、ま別に全滅しちゃってもそれはそれで構わない作戦だったしね。あいつらが狙ってるのはあんたたちみたいだから、おもてなしは任せるよ。重ねお姉さま、また会いましょうね。その時はいっぱい遊びましょう。あいつらテレポートしやがった。聞き出したいことがいろいろあったってのに。加減を知らない連中め。使い捨てのデザインチルドレン兵だからこそできる戦術ってやつだな。ダメだ、トークもメッセージも通じない。私がトゲツで使ってた回線も封鎖されてる。問答無用ということか。どうする、逃げ道はあるか。探ってるけどダメ。テレポートでもしない限りその方位から脱出するのは。じゃあここで終わりだっていうの？大丈夫だよ。お姉ちゃん。ようやく私がこの姿になった理由が分かったわ。カサネちゃんを守るためだったんだね。ナオミ、was hast du vor？ お姉ちゃん、何を言って。私はあの人たちを引きつけるから。そんなの無理よ。いくら怪異の力を持っていても一人じゃ。一人じゃないよ。みんなも協力してくれるって。
めて。お姉ちゃんダメ。逃げ道は私が作るから。だからごめんね。いつも支えてもらってばかりで。最後くらいかっこいいお姉ちゃんにならせて。安全な場所まで。分かった、行きましょう。お姉ちゃん、お姉ちゃん、なんとか助かったみたいだね。ナオミたちは。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。な、待て。Nein, ich hab's gegen Yuito nicht geschafft, aber ich denke mal, man kann es schaffen. Also, vermute ich. Ich hab da einfach nur eine Ahnung. Ich hab da eben an der Wand gerade eine Spinne gesehen und weil ich konnte nicht aufstehen, um die zu töten, weil ich in der Videosequenz war und jetzt ist sie weg. Bereitet mir Sorgen. Ich mag keine Spinnen. Absolut nicht. Warum gibt es Spinnen? Vielleicht ist sie ja runtergefallen. Und läuft jetzt hier irgendwo auf dem Boden rum. Keiner creepy. Naomi, lebst du noch? Bitte sei nicht tot. Onete! Mika frisst keine Spinnen. Nockt es auch nicht. Ja da. Ja da, jo. Onete! Onete! カサネちゃんは。お姉ちゃん、よかった、生きて。戻ってきちゃったんだ。まだ危ないかもしれないのに。でも、よかった。カサネちゃんたちが無事で。お姉ちゃん。ないよね、傷だらけよ。もう痛いとか何もわからないかな。え、こんな姿になって人の脳でできた薬まで使って死にたい。
ぶんだ。お姉ちゃん、何言って。最後に人間らしく生きることができたよ。私たち怪異になっても人として、ありがとう。姉ちゃん、嘘だよね。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん、君、これまでどこに。アリ、俺はまた失敗したのか。か、カレン連隊長。結局これを使うことになるのか。何を言ってるの。ナオミが、お姉ちゃんが殺されたのよ。私を守るためって。なんでお姉ちゃんが。お姉ちゃんばかり。黙れ、レッドストリングステ。カレン、あなた、カサネの超能力を。今の、前にも。何度でも、またやり直すだけだ。ユイト、奴は今どこに。消えた。瞬間移動か。それより、ユイトって言ってなかったか。ユイト、そうだわ、今のはブレインイーター、レッドストリングスをコピーされた。だけど、レッドストリングスを使ったようには見えなかったわね。カレン連隊長はレッドストリングス能力者じゃないから、カサネと違って発動に何か条件があるのかも。もしかしてそれがユイトか。時間跳躍とクナドゲートの関連を考慮すると、カレンが時間跳躍を行うにはクナドゲートを開いたカサネとユイト、二人の超能力が必要だとしたら。しかし、カレン連隊長はなんで時間跳躍なんかしようとしてるんだ。あの怪異たちの中にアリスがいたことは間違いないだろう。だとすると、まさか過去に戻ってアリスを。誰だよアリスって。カレンの目的はどうでもいいわ。レッドストリングスが使われたらクナドゲートに悪影響があるかも。無理しないで。ブレインイーターのせいで、カサネの脳にも一時的に負担がかかってるはずよ。ブレインイーターはコピーされた人間にも負担がかかるの。だとしたら、ユイトは。そういや、あいつの脳、なんか異常が出てるって言ってなかったか。ユイトはブレインイーターに耐えられないかもしれない。ますますカレンを止めなきゃいけないわ。とにかくユイトに連絡を。それが、今ユイト隊はアラハバキの制御層内にいて、ネットワークから遮断されてしまってるの。アラハバキ、それは本当なの。ええ、さっきのカレン連隊長の言葉を聞いて、渡るにユイトの居場所、かまかけてみたの。
ああ、知ってるかもしれないけど、バタルってのは私の兄ね。あいつユイト隊のオペレーターだから。バタルも連絡が取れなくて心配してた。テレパシーも送ったらしいけど、届いてるかどうか。わかったわ。ありがとう。荒はばきがあるのはスオウよね。行くわよ、スオウへ。ったく、当月ばかりかカレン連隊長まで、レッドストリングスで何かやらかそうってのかよ。カサネ、大丈夫？ない。無理は。ユイトが危ないみたい。お姉ちゃんも心配だよね。だから私、ユイトを助けに行くわ。本当はまだ実感がない。お姉ちゃんがもういないなんて、助けられなくてごめんなさい。最後まで守ってくれてありがとう。ええ、大丈夫。行きましょう。なあ、さっきの答えをまだ聞いてないぜ。アリスっていうのは誰なんだ？吹雪とカレンの幼なじみで、吹雪の婚約者だ。だが、アリスは昔、会員になってしまった。吹雪連隊長の婚約者も会員に。それでお姉ちゃんと同じあの研究所にいたのね。Karens Kindheitsfreund und Fubukis Verlobter, alles klar. Die Hoffnung, dass sie Naomi retten können, ist jetzt einfach kaputt. Turi, danke schön für dein Raid. Hallo. Mann! Warum? Spiel! Sei doch nicht so! Also alles. Alles. Alles! Manu. Echt. Es gibt aber noch eine Chance. Wir könnten zurück durch die Zeit reisen, aber... Ich glaube, auch wenn wir diese roten Stränge nutzen, öffnet das dieses Tor immer mehr. Und das ist halt nicht so gut. Ah! Spiel, ich hasse dich. Scheiße, das dumme Tor. Ja, eben nicht. Können wir ja nicht. Wenn das Tor sich weiter öffnet, existiert gar nichts mehr. Da war die Rettung auch umsonst. Mäh. Aber Naomi, ja, aber... Was bringt uns das, Naomi zu retten? Wenn dann sowieso alles zerstört wird, weil wir die Kraft wieder nutzen und dass sich das und das Tor sich weiter öffnet, dann war das alles umsonst. Das meine ich damit. Aber ich muss zugeben, die Szene war unfassbar schön gemacht, einfach weil wir den Schatten von ihr gesehen haben. Und weil wir sie einmal. Und weil wir einmal das Spiegelbild gesehen haben. Von ihr. Das war unfassbar schön gemacht. Aber trotzdem. Ah. Spiel, ich hasse dich. Ich möchte diese Kartons kaputt machen, Manu. Sorry, dass ich euch wieder voll geheult.